So, da bin ich mal wieder mit einem kleinen Infovideo. Nämlich, heute war ja Patch-Tag, beziehungsweise der neue Patch kam raus. Inzwischen ist der Patch-Tag anscheinend der Mittwoch. Wir gucken jetzt mal gemeinsam, was sich alles so geändert haben. Wie ihr seht, ich war noch nicht im Menü, also ich weiß selber noch nicht so ganz genau, was mich erwartet. Aber wir gucken einfach mal. So, hier hat sich schon mal nichts geändert. Aber ihr seht schon, den Skin. Ihr könnt ihn jetzt endlich alle haben. Nämlich endlich ist die Bandagen-Bazooka wieder zurück im Spiel. Der Bug wurde dann behoben nach endlich mal 2 Wochen. Also das ist schon mal die erste Info, die auf jeden Fall für euch sehr positiv ist. Dann nur kurz, ihr seht es bestimmt schon im Titel, wir haben bald wieder eine Verlosung, allerdings erst bei 2500 Abonnenten. Liegt daran, weil wir jetzt am Wochenende ersten Verlosung hatten. Und ich denke einfach mal, dadurch, dass ich jetzt ein bisschen mehr am Streamen bin, dann kommen ja wieder die Wochenaufgaben. Dann gucke ich noch ein bisschen nach was anderem. Wird aber heute auch noch was zukommen. Deshalb macht euch mal da keine Gedanken, dass das so lange jetzt dauert und ich das nicht bei 2000 Abonnenten mache, weil in Anführungszeichen habe ich die 2000 Abonnenten, ohne jetzt abgehoben zu klingen, eventuell schon am Wochenende. Und ihr seht oben rechts, so viel V-Bucks habe ich jetzt gerade nicht. Deshalb muss ich da ein bisschen vorausdenken. So, wenn du einen Skin gewinnen willst und natürlich immer auf dem Laufenden sein willst, gerne ein Abo da lassen, lass gerne noch ein Like da, würde mich natürlich unterstützen. Aber am wichtigsten ist, schick mir eine Freundschaftsanfrage, nämlich an yt-family-hack. Genauso wie mein Creator-Code, einfach yt-family-hack, Freundschaftsanfrage schicken, zack. Warum sage ich das Ganze? Ganz einfach. Den Shop habt ihr heute Morgen schon gesehen. Wer nicht, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, gern mal das Video abchecken. So, hier als Geschenk kaufen. Und ihr seht schon, würdet ihr jetzt der aktiv sein und wir hätten jetzt gerade eine Verlosung, du hättest gewonnen und dein Epic-Name wäre aktiv. Dann kann ich dir diesen Skin nämlich eben nicht schenken. Weil es dauert nur einen Tag, bis ich demjenigen halt einen Skin schenken kann. Wir müssen halt wirklich 48 Stunden vorher befreundet sein. Also sollten wir noch nicht befreundet sein, gerne Freundesanfrage rausschicken. So, dann gucken wir jetzt mal nach dem Update. Ein bisschen was habe ich schon eben nachgeguckt, wo das Update am Runterladen war. Es gibt auf jeden Fall in den Einstellungen was. Nämlich Kontrast der Benutzeroberfläche. Jetzt weiß ich noch nicht, ob das sich im kompletten Spiel ändert. Aber so wäre ein bisschen krank, glaube ich. Warte mal, wie sieht es denn aus? Oh Gott. Ne, 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 ne. Nein, 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 nein. Das machen wir mal ganz schnell wieder zurück. Ich glaube, da lasse ich einfach die Standardeinstellung fertig. So, dann muss ich hier sowieso mal gucken. Ich glaube, ich habe meine Grafikeinstellung einfach zu hoch. Ich glaube, deshalb ruckelt das auch manchmal. Hier direkt X11. Wir könnten auch die 12 ausprobieren, aber führe bitte ein neues statisches Spiel durch, bla bla bla. Ah, ich wollte gerade sagen, bis das alles aktiviert ist. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, eure Grafikkarte muss up to date sein. Ansonsten könnte es deutlich Probleme geben. Da es noch die Beta ist, würde ich einfach sagen, wir warten damit einfach mal. Und wie gesagt, die Grafikeinstellung, ich muss da echt mal nachgucken, weil die hauen halt schon rein. Weil vieles braucht man halt in Wirklichkeit. Ich finde aber auch die Farbe an sich hier hat sich geändert. Jetzt nicht nur, weil ich, warte, wo war's? Weil kleiner geht's ja nicht. Aber der Kontrast, ich finde den Kontrast an sich höher. Oder meine ich das nur? Kommt mir das nur so vor? Nicht speichern. Lol. Einstellungen. Zurück. Anwenden, zurück. Aha, doch das sieht wieder normal aus, aber hier das Menü ist dunkel. Das ist auch dunkler. Ah, egal. So, das haben wir zumindest mal schon mal als Änderung. Dann können wir jetzt im Spind quasi nach Season suchen. Season. Das Problem ist, da werden wir natürlich bei mir nicht viel finden, oder? Ja, schreiben musste man natürlich auch können. Ah, Sache bei mir ist da nichts. Ihr werdet da wahrscheinlich mehr sehen. Ah, doch, hier die sind aus Season X. Und dann haben wir Season 1. Ja. Da kommen die dann vor. Warte mal, ist das jetzt hier richtig? Oder muss man da Dings eingeben?
Naja, ihr habt da mehr Wahlmöglichkeiten, weil ich spiele ja erst seit Season 10. So, dann des Weiteren. Was hat sich noch geändert? Wie gesagt, das ist wieder drin. Dann gehen wir ganz kurz in Rette die Welt rein. Nämlich, da gibt es nämlich auch was. Mal gucken, ob es bei mir auch kommt. Ich habe es nur eben gerade bei jemand anderem gesehen. Wie gesagt, ist ein reines Infovideo. Wenn dich das alles nicht interessiert oder du schon alles weißt, kein Problem. Alles gut. Ist halt nur für die, ich weiß inzwischen, dass einige von euch unter der Woche nicht spielen dürfen, sondern erst am Wochenende und so wisst ihr halt schon ein bisschen mehr. So, mal gucken, ob ich hier auch dieses Geschenk bekomme. Ja. Fortnite. Rette die Welt braucht immer ein bisschen länger. Da ist unser Geschenk. Also wenn ihr Rette die Welt habt, loggt euch auf jeden Fall ein. Denn wir bekommen für Battle Breakers diesen Skin halt. Aber werden wir dann halt im Laufe des Tages noch machen. So viel ist schon mal verraten. So, wie gesagt, immer wenn ihr in Rette die Welt reinkommt, nicht vergessen, euer Tagesgeschenk abzuholen. Und natürlich hier die Forschungspunkte beziehungsweise auszugeben, damit die sich weiter ansammeln können. So, das war's erstmal hier. Jetzt gehen wir gerade wieder schnell zurück. Komm, gib Gas. Dann haben wir anscheinend noch eine neue Waffe im Spiel. Aber wir gehen jetzt einfach mal. Warte, ich muss gerade nur was ändern. Zack. Denn es hat sich einiges geändert. Hier bin ich gerade auf der Epic-Seite. Ihr seht schon, Verlängerung von Kapitel 2, Season 1. Hallo zusammen, im neuen Jahr kommt vieles Neues hinzu. Letztes Jahr hatten wir die 14 Tage Fortnite während den Feiertagen stattgefunden. Wissen wir alle, weil auch Epic Games hat auch mal Urlaub. Dieses Jahr haben wir noch mehr Inhalte für euch zum Auspacken, sowie neue Spielfunktionen, Gratisbelohnungen und ein Live-Erlebnis. Heißt, wir bekommen definitiv schon mal wieder ein Live-Event, welches ihr nicht verpassen wollt. Um uns auf diese feierlichen Updates vorzubereiten, werden wir die Saison von Kapitel 2 bis in den frühen Februar verschieben. Bereitet euch auf den Winter vor. Also, ganz ehrlich, der Battle Pass sollte eigentlich bis Anfang Dezember gehen. Jetzt müssen wir bis Februar warten, bis quasi ein neuer Battle Pass kommt. Also ich feiere das absolut gar nicht, weil ich jetzt schon Level 100 bin. Und da gibt es ja nicht mehr. Aber wir hören natürlich nicht auf zu leveln. Aber in dem Sinne hoffe ich, dass dann wenigstens auf Level 200 oder so irgendwas kommt. Weil wenn da gar nichts kommt, dann ist es ein bisschen schwach. So, das war schon mal die eine Info. Ich finde sie persönlich gar nicht gut, weil im Prinzip hätten wir bis Februar, warte mal, der Januar, hätten wir ja fast noch einen kompletten Battle Pass gehabt. So, dann gehen wir mal weiter. Ne, das war's nicht. Den Artikel wollen wir doch. Updates, was gibt es alles? Also, wir haben ab sofort wieder tägliche Herausforderungen. Ihr wisst ja, warte mal. Was und ja doch in Season X hatten wir noch Tagesmissionen, habe ich euch ja auch immer hochgeladen, einmal den Shop dann irgendwann und die Tagesaufgaben. Tagesaufgaben sind irgendwann weggefallen. Ich so toll, eine Aufgabe schon mal weniger, weil ich weiß nicht, ich finde irgendwie im Spiel, man muss Aufgaben haben. So, wenigstens die kommen wieder zurück. Im Spind habe ich euch ja schon gezeigt, kann man jetzt nach Season suchen. Also wenn ihr einen bestimmten Skin sucht oder wollt einfach mal wissen, aus welcher Season waren der Skin noch mal. Gibt einfach Season 1, 2, 3, 4, bla 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 ein. So, das mit dem Kontrast habe ich euch eben auch erzählt. Aber mit dem Kontrast, naja, muss man einfach mal gucken. Dann gibt es jetzt bei der Mobile-Version ein neues was wurde ein. Da gab es doch schon mal ein Tutorial, oder? Naja. Das mit der Grafikkarte und so habe ich euch eben auch gesagt. Ich würde da warten, bis die Beta rum ist. Dann. Das hier gefällt mir überhaupt nicht. Der Kopfschussmultiplikator der taktischen Schrotflinte, also die ich so gerne benutze, wurde an den Multiplikator der Pumpgun angepasst. Da die taktische ein Tick stärker war als die normale Pumpgun, macht die jetzt weniger Schaden.
Also inzwischen könnte man schon fast behaupten, man braucht keine Pumpgun mehr oder taktische Schrotflinte. Also das ist echt schon ein bisschen, naja. Dann die erhaltenen Effekte Kondition, KP plus Schild, also normale Kondition plus das Schild von Schlörf-Tankern wurde erhöht. Ihr wisst ja, diese LKW stehen ja da mit dem Schlörf-Symbol drauf. Wenn die jetzt zerstört werden, kriegen wir noch mehr Kondition und noch mehr Schild. So, dann einige Blablabla. Ah, das hatten wir. Da gab es Probleme mit der Bandagen-Bazooka, ist aber jetzt wieder im Spiel. Dann, es gibt bei euch, wer auf Mobile spielt, weniger Rogler jetzt. War mir eigentlich nichts bekannt, eher nur PC und PS4, die es da betroffen haben. Dann ein Fehler wurde behoben, welcher dazu führt, dass der Slot für die ausgestattete Waffe automatisch zum Auswahlslot wird, wenn der Spieler das Inventar öffnet. War mir jetzt nicht so bekannt, vielleicht wissen da von euch manche mehr. Dann, wir haben die Fehlermeldungen zu Gebäuden mit niedriger Auflösung beim Landen von auf PlayStation und Xbox wurden gesehen und Verbesserungen daran vorgenommen. Das könnte natürlich die Ruckler auf der PS4 ein wenig minimieren. Dann, die Haare des Verwüster-Outfits erscheinen nun in der vorgesehenen Farbe. Ganz ehrlich, war mir auch nicht bekannt. Dann, die Pistole des John Wick Outfits erscheint nun in der vorgesehenen Größe. War mir eigentlich auch nichts bekannt. Zumindest hat keiner von euch was gesagt. Ich habe John Wick, aber natürlich auf einem anderen Account. Aber ich habe auch nie danach geguckt. Dann, die Magma-Lackierung ist nun auf allen Waffen sichtbar, außer, wollen auf allen Waffen, außer. Außer Bandagenbazooka und der Pistole. Der dann schreibt doch nicht auf allen Waffen. Dann ist es ja immer noch nicht auf allen Waffen. Weil Pistole ist eine Waffe. Dies wird in einem zukünftigen Update vollständig behoben. Also die Magma-Tarnung macht anscheinend derzeit nicht viel Sinn, wenn man eine Pistole hat. Wahrscheinlich ist sie zu klein und Bandagenbazooka wahrscheinlich zu neu. So, das waren die normalen Updates. So, dann sind wir eigentlich schon wieder so weit durch, würde ich sagen. Warte mal, gerade meine Spielaufnahme hoch. Hierzu. Da sind wir bei Fortnite. Ihr seht schon, ich werde dauernd eingeladen. Leute, ich bin doch irgendwas am Machen. Ihr wisst es doch. Solange ich nicht im Stream bin, mache ich auch nichts. So, dann gehen wir kurz in den Itemshop. Ihr wisst ja, unterstützt den Creator. Ich kann eins sagen: Es gab noch keinen Tag, wo kein neuer dazu kam. Aus dem Grund mache ich es halt. Und denkt dran: täglich einfach gerne aktualisieren. Ihr unterstützt mich. Ihr bekommt dafür von mir. Damalskin, oder vielleicht auch mal wieder eine Paysafe-Card, mal gucken. Vielleicht mache ich auch mal einfach ein Turnier oder so am Wochenende. Wie gesagt, gerne mich unterstützen. Ich kann euch wirklich versprechen, ich gebe euch was zurück. Also, gerne eintragen. YT-FamilyHack, dann auf Annehmen. Am besten täglich, damit es nicht rausrutscht. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Und in dem Sinne, haut rein.